Oh, doch hat er gedauert. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Fallout. Meins. Hallo? Da machen sich schöne... Ja? Ernte? Oh, wow, war das ein Leck. Meine Güte. So, ich bin jetzt hier wieder unten. Ich habe meine ganzen Sachen eben in einer ewigen Aktion repariert und sowas. Und jetzt bauen wir hier mal eben die Sicherung ein. Warum darf ich nicht da durchgehen? Warum sagt er, ich muss... Na gut, dann gehen wir da lang. Machen wir das. Wahrscheinlich meint er, der Eingang wäre da näher drin oder so. Immer den. Dann schließen wir endlich diese Quest ab. Eben geht noch 45 Minuten. Also diese Folge wird noch 45 Minuten lang werden. Cam kommt gleich wieder. Ich sage sowieso alles, brauche nichts zu markieren. Ja, aber ich glaube, wenn ich was markieren würde, dann würde ich übersehe bestimmt auch mal Sachen. Nicht. Okay. Vielleicht ein bisschen too much mit dem C-Fernrohr da. Achso, da finde ich das nicht mal. Suche. Oh, respawn, ey. Schießt denn der auf mich noch? Ich sehe gar nichts. Oh, der ist aber sauer. Nein. Doch. Habe ich doch gemerkt, dass du sauer bist. Erzähl dir doch nichts. Kannst du nicht einfach Nein sagen? Ich spüre das doch, diesen Hass. Kann ich das alles wieder looten? Von wo? Kann sie nicht einfach dahinter verstecken? Ich sehe das wohl. Oh, Rutterway verdünnt. Wie schön. Wo denn? Wer denn? Hier. Was? Ah, der kommt da gleich runtergerannt. Echt, die KI mit den Laufwegen... Man stellt sich sowas mal in 7 Days vor, ey. Das wäre der Hammer. In der Alpha 38. Komm, verblute. Ach komm, weißt du was? War das so. Nehmen wir mit. Was? Ach, das Kaffarier-Tablett. Wir springen jetzt einfach runter. Wir wissen ja, dass wir nach unten müssen. Ah, die schon wieder. Die haben natürlich auch Respawn gehabt, die Jungs. Toll, hier hätte mal Respawn sein können, ne? Das wäre nett gewesen.
Ist es Ruhe hier? Den looten wir mal eben. Oh, das hat sich ja gelohnt. Und alles im Kopf. Da hat man mal richtig viel im Kopf gehabt. Genug Material. Scharwechsel und Welljagen. Wie Welljagen? Du versuchst auf meinen Server zu kommen? Wie finde ich das denn? Laborterminal, wo muss ich denn jetzt die T-Sicherung einsetzen? Hier oben vielleicht? Nee, da muss ich die T-Sicherung einsetzen. Wo soll denn das sein? Verstehe ich gar nicht. Wo muss ich jetzt die T-Sicherung einsetzen? Tapentin, das nehmen wir auch mit hier. Das kann man mitnehmen. Kochplatte. Sicherungskasten benutzen. Sicherung ersetzen. Ja, und analysiere die Blutproben. Das machen wir am PC wahrscheinlich. Blutproben analysieren. Startsequenz. Motor aktiviert. Gerät bitte nicht öffnen. Sequenz läuft. Teilung erfolgt. Analyse wird eingeleitet. Analysiere. Analyse abgeschlossen. Daten an Symptomatikeinheit weitergeleitet. Symptomatikkonfigurierung abgeschlossen. Bereit für Impfung. Wem denn? Wo ist denn der Symptomat? Ich probiere das doch jetzt nicht an mir selbst aus. China, wolltest du nicht herkommen? Hallo, hier spricht Dr. Claire Hack. Wenn du das hörst, hast du meine Arbeit vollendet und dich geimpft. Als nächstes musst du herausfinden, ob die Feuerteufel, unsere antiverbrannten Eliteeinheit, noch leben. Stationiert sind sie in der Feuerwache Charleston. Die Feuerteufel müssen erfahren, dass der Impfstoff bereit ist. Falls sie es nicht geschafft haben, brauchst du ihre Waffen, um zu überleben. Moment, ich wollte doch sowieso mich als Feuerwehrmann bewerben. Das ist es doch, oder nicht? Ja, genau. Machen wir jetzt die körperliche Leistungsfähigkeit. Das machen wir noch mit hier. Dann raus hier. Sehr cool. Ein Gedicht. Tomahawk. Versuche ich gleich vorzulesen. Kleine Hilfestellung für mich, wenn du einen Doppelpunkt eingibst, dann gibt es bei mir einen Zeilenumbruch und es wird deutlich einfacher zu lesen für mich. Aber ich krieg das auch so hin. Wir haben ja jetzt Ladebildschirm. So. Treib dich um, eine Frage spät in der Nacht, der Welt dir ins Gesicht lacht. Locker erklärt er dir, ein Spiel installieren ist ein Kinderspiel. Der Thomas, dank für den Beta-Key. Ach Mensch, danke. So, wir testen ein Mega-Deal. Ich bin wirklich begeistert, durch Welt wurde das gemeistert. Die Community ist wirklich toll, ich bin des Lobes wirklich voll. Ich gehe nur verdient ins Bett und lurke noch ganz nett. Thomas, ich freue mich echt, dass du das testen konntest. Und dann kannst du dir in Ruhe überlegen, ob du es dir holst oder nicht. Das muss ich dann mal gucken nach Buffscon. Dankeschön. Eine gute Nacht. Wie gesagt, keine Ursache. Gerne wieder. Das passte aber gestern wie die Faust aufs Auge, ne? Nachdem du gefragt hattest, irgendwie, ob das bei dir laufen wird oder nicht. Und ich finde das gut, dass Bethesda dann auch irgendwie Beta-Keys rausgeschmissen hat. Es gibt keinen besseren Test, als es selber auszuprobieren. Sehr cool. Hat mich gefreut. Und ohne China hätte ich es auch nicht gesehen. Doch, vielleicht heute früh. Das kann sein. Weil eine E-Mail kam, aber... ich muss ja mal überlegen, was ich mir hole. Also ich hab den Key an das Netzwerk bekommen. Kann auch sein, dass ich so einen Key kriege für Fallout, aber ich nehm einen Key nur an, wenn ich das dann auch wirklich hochlade. Sonst gehört sich das ja auch nicht. Ja? Ein bisschen Gegenleistung wollen die ja schon dafür haben. Das Ding, was bei mir ist, irgendwie Werbung im Stream würde ich ja dafür machen für das Spiel. Genug, sage ich mal so.
Aber mein Netzwerk hat mit Twitch hat nichts zu tun, sondern mit YouTube. Und wenn ich mir als Publisher angucken würde, wie meine Views auf YouTube so sind, würde ich mir nichts mehr geben, muss ich sagen. Weil das ist für einen Publisher ist es rausgeschmissen, sag ich mal. Dafür ist es einfach zu schlecht, was da abgeht. Feuerhutsuppe. Ja, müssen wir wohl, ne? Geht ja nicht anders. Wir müssen ja irgendwas trinken. Ja, komm, nehmen wir die vier Ratte in Kauf. So, körperliche Leistungsfähigkeit. Machen wir doch mal. Oh, ich will da so gerne rein und das looten, aber ich darf nicht. Hier ist aber schon auch irgendwie irgendein Respawn. Ja, nehmen wir mal lieber die Brücke, ne? Achso, sie wollten nach Puffs gucken, stimmt. Stats, Effekte. Gasmaske, einfach Rußblumentee, Feuersuppe. Nee, durch die Impfung habe ich nichts. Ich werde halt nur nicht krank. Bist ja auch was, ne? Sie fällt auf die Entfernung, aber ab die Waffe, ne? Den Ghoul nehmen wir trotzdem eben auseinander. Wer schießt denn hier noch? Ist das China? Hin. Verdammt. So, ich muss da hier rüber. Was? Wer? Wo? Hier müssen wir irgendwie rüber. Hier ist irgendwo die körperliche Ertüchtigung. In 12. In 10. Wo ist sie denn? Hier drin oder was? Da oben. Da muss ich rein. Da schau her. Bei mir sind immer Hunde. Opossums sind immer bei Pando. Das hast du doch gemerkt, oder nicht? Kaffeekanne. What the heck? Da rannte doch schon einer. Kann ich lange dauern, bis die ankommen. Nichts. Nee? Wie bist du denn drauf? Du bist ja noch blinder als ich. Das ist jetzt unruhig. Ach, das ist gar nichts. Okay, alles klar. Telefon.
Okay, und was passiert jetzt hier? Kontrollpunkt, ja. Das da aktivieren. Und nun? Benutzen. Achtung, Feuerteufelbewerber. Ich höre da links so ein Stapfen. Da kommt gleich was hoch und hau mir was. Entschuldige, halt die Klappe. Was? Wer soll die Klappe halten? Nach dem Beginn der Prüfung müsst ihr die Tasten der Reihe nach A, B drücken. Danach zum Start zurückkehren, um eure Zeit festzulegen. B, A. Solltet ihr euch noch nicht für die Prüfung registriert haben, kommt zur Feuerwache Charleston. Okay. Maximal 3 Minuten. Einleiten. Prüfung beginnt in 15 Sekunden. Quest begonnen. Läufer hoch. Renn jetzt zum Kontrollpunkt, bevor die Zeit abläuft. Prüfung eingeleitet. Ersten Kontrollpunkt aktivieren. Okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich denn hin? What the heck? Kontrollpunkt aktiviert. Rückkehr zum Start. Ah, das schafft man bei einer Zeit wohl, ne? Wo man sich jetzt hier nicht mit den Ghoulen aufhält, ne? Oder? Oh, das war schon ein bisschen verlaufen, ne? Hab ich es jetzt geschafft oder nicht? Aktiv? Herzlichen Glückwunsch, Bewerber. Hat er dir gar nicht angenommen gehabt, eben. Die letzte Prüfungsunterweisung zu aktivieren. Das mache ich doch gleich. Wo denn? Heck, von wo denn? Sie sind ja übel. Okay. Ja, das glaube ich dir das nicht. Stell dich um, Höchst. Ja. Abschlussprüfung einleiten. Abschlussprüfung einleiten. Übertrauer Prüfungsergebnisse. Ding, ey. Also, findet die Kirche,
Begib dich zum Ort der Abschlussprüfung. Okay. Begib dich zum Ort der Abschlussprüfung im Süden. Ich hoffe, das kriege ich noch hin, bevor Server restart, also bevor abgeschaltet wird. Im Süden. Würde ich unheimlich gerne noch machen. Hätte ich volles zu. Das ist bestimmt geil. Das hat bestimmt mit Feuer zu tun. Komm mal hier durch. Nein, China! Wie geil! Ich glaube es nicht. Wie cool! Das ist unglaublich, ey. Wie cool ist das denn? Das ist ja unglaublich. Das ist der... Ja, ich... Aber woher willst du wissen, dass ich auf demselben Server bin? Sorry, aber ich will zu der Abschlussprüfung hingehen. Es gibt doch bestimmt hunderte von Servern. Denke ich mir. Oder? Meinst nicht? Das ist aber noch ein ganz schöner Weg. Ja, so viele wie die Instanzen hergeben, die sind intern, aber dich hier nochmal zu treffen, das ist ja echt geil. Hätte ich nie gedacht. Ich höre doch Schritte. Wie komme ich denn da jetzt am besten mal hoch? Karte. Stürzt mir gerade ab. Ich laufe die Straße hoch, das ist am besten. Auch wenn, ja, wahrscheinlich ist das Laden jetzt nicht viel langsamer, als wenn ich dahin gelaufen wäre. Ach ja, ich bin auf der Karte zu sehen. Bist du dann, ist Zufall oder hast du mehrere Server gewechselt, um dahin zu kommen? Wenn es jetzt länger gehen würde gerade noch, ne, und ich würde ganz gerne die Quest noch abschließen, dann würde ich gerne mit dir ein bisschen durch die Gegend ziehen. Dann können wir uns auch gleich im Teamspeak treffen, sage ich mal so. Loading, loading. Sehr schön, Mann.